guten Morgen. Das ist Grumpy Cat. Frühstück um 3:15. Vielleicht hat es heute Morgen in meinem Auto geschneit. Es war von innen alles zu. Ich brauche jetzt doch noch eine Minute länger, um hier losfahren zu können, weil so kann ich noch nicht fahren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade meinen Joghurt mit ein paar Erdbeeren und Müsli gegessen und dachte mir, ich zeige euch mal, was einem so passieren kann in einer Kita. Ich habe nämlich gerade eine Unfallanzeige geschrieben. Ja, auch ein Luftballon kann ganz schön ätzend sein. Ja, ging ins Auge und zack, Kollegin krank. Damit muss man erstmal rechnen. Aber es ist spannenderweise immer, nicht immer, es ist die Kollegin, die in dem Punkt einfach ein bisschen tollpatschig ist. Die müsste ich eigentlich mal als Sim erstellen, was aber lustig ist. Tollpatsch-Game käme dazu auf jeden Fall als, wie heißt es, als Merkmal. Genau, wir haben unfassbar tolles Wetter, guckt mal. Strahlender Sonnenschein und ich habe da hinten an dem Baum das Eichhörnchen schon gesehen. Das heißt, es könnte gleich hier vielleicht landen. Man muss nur klar haben, es ist bitterkalt. Wir hatten heute Morgen, als ich losgefahren bin, -7 Grad. Deswegen war auch Schnee in meinem Auto. Ich mache jetzt auch Pause. Ich habe hier noch meine letzte vegetarische Mortadella. Meine Stimme ist voll weg. Ein paar Tomaten und esse jetzt Brot. Und guck vielleicht irgendein Video hier auf dem Handy. Hallo. Ich habe jetzt erstmal Linsensuppe zum Abendessen. Ja, und dann noch ein bisschen die Reste hier von meinem Frühstück, Mittagessen, Brot. Heute ist Dienstag und zum Frühstück gibt es wie immer Joghurt, Müsli, Obst und heute keinen Kaffee, sondern mal dieses Koa-Wachzeug. Das gefällt mir gerade ganz gut. Und Wasser. Trink Wasser. Außerdem haben wir jetzt die neuen Pläne gekriegt. Das wird sozusagen das Obergeschoss von der neuen Kita, die gerade gebaut wird. Man musste hier nochmal den Schlafraum und den Nebenraum, glaube ich, tauschen. Weil der braucht einen Exit, einen Notausgang, genau. Das heißt, das Obergeschoss. Und das hier ist das Erdgeschoss. Man kommt hier unten also rein. Küche, Leitung, Turnhalle, Personalraum und die U3-Gruppe. Und dann habe ich gerade noch gesehen, wartet mal, dass die planen, dass man den Treppenaufgang als bespielbaren Treppenturm nutzen kann. Bin ich gespannt, was sie sich dabei gedacht haben. So, der Baum ist erstmal fertig. Es gibt noch so ein paar Stellen, wo halt Stoff ist. Da habe ich es noch nicht braun gemacht. Das mache ich morgen, wenn ich es vorziehen kann. Genau. Auf geht's, ne?
So, ich mache jetzt auch Mittagspause. Ich habe noch so einen Rest von dem Döner von Samstag. Ich hoffe, dass der noch ganz gut ist. Er riecht zumindest normal. Genau, trinke mein Restwasser. Ich bin noch nicht zu so viele gekommen. Yep. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich meine Birne essen kann. Und ich freue mich sehr drüber. Dazu gibt es Wasser. Und vielleicht habe ich vergessen, euch gestern zu zeigen oder zu sagen, dass ich die Linsensuppe zu Ende gegessen habe. Und ein paar... Meine Kollegin war gerade da. Und ein paar Tortilla-Chips. Und zwar welche mit Grünkohl. Die zeige ich euch heute Abend. Die esse ich bestimmt weiter. Für heute muss ich eh überlegen, was ich mache. Vielleicht schaffe ich mal Tortellini-Suppe zu kochen. Wir werden sehen. Ich habe gerade nigerianisch gegoogelt, weil wir Kinder haben aus Nigeria. Und die haben hier so ein Gericht. Ich zeige euch das mal. Das ist halt so Beef Suya oder Suja heißt das. Keine Ahnung. Und das wird, ist ein Rindfleischspieße mit gemahlenen Erdnüssen und Gewürzen. Das ist brauner Zucker, Salz, Pfeffer, Paprika, Chili. Ich glaube, das probiere ich auf jeden Fall am Wochenende mal aus. Und für mich zum Mittag das gute alte Butterbrot. Eins habe ich schon gegessen. Und hier, das war mit der Bio-Leona. Und hier ist jetzt einfach nur Ziegenfrischkäse drauf. Und ein paar Tomaten habe ich auch schon gesnackt. Wasser ist übrigens leer, Leute. Denkt dran, Wasser essen. Ja, genau. Wasser trinken. Ich habe mich umentschieden, muss ich gestehen. Achso, ich wollte euch die Chips zeigen. Ich sitze schon im Schlafzimmer. Bei mir gibt es heute Abend vegane Pizza. Aber aus Versehen ist sie vegan geworden. Ich habe nur diese Tomaten gesehen und habe gedacht, oh ja, will ich haben. Das sind die von Mr. Fried oder so. Die gibt es eben als Spinat und Grünkohl. Richtig geil. Also wenn ihr da mal irgendwie eure Finger dran kriegt, absolut empfehlenswert. Mein Mittagessen heute. Ich habe mir Brötchen aufgebacken heute Morgen. Eins habe ich noch für heute Abend. Heute gab es Pizza, ein bisschen verbrannt, aber ich glaube, es ging ganz gut. Und mein Frühstück, was ich nicht gezeigt habe, waren heute Erdbeeren mit Joghurt und Müsli. Also immer das Gleiche. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich hatte gerade noch ein Meeting. Mein Abendessen heute ist einfach belegtes Brötchen und ein paar Nuggets, die sind noch im Ofen. Milo schreit da hinten. Aber mein wichtigster Bestandteil heute zum Abendessen, Wein. Heute war ein schlimmer Tag. Und ich freue mich, dass ich noch welchen habe. Auch wenn ich nicht weiß, ob man den noch trinken kann, weil der ist seit Januar oft noch im Kühlschrank. Ja, genau. Wir verdauen jetzt erstmal diesen sehr anstrengenden Tag. Aber mein Plan, einen Podcast zu starten, wird immer realistischer, weil ich merke, in meiner 13-jährigen Kita-Leitungslaufbahnzeit hat sich die Kita-Landschaft unfassbar verändert. Die Kinder haben sich verändert, die Umstände haben sich verändert, die Gesetze haben sich verändert und die Eltern haben sich verändert. Und heute hat es einfach das Fass bei mir zum Überlaufen gebracht. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, die Welt muss erfahren, wie es in einer echten Kita vor sich geht. Und dass es nichts mit rosa Wangen und hübschen Dino-Schuhen zu tun hat. Das ist weit von dem entfernt, was eigentlich wirklich passiert. Ja. Also, ich werde mir dazu Gedanken machen. Und zwar ernsthafte Gedanken. Heute ist Freitag und ich habe frei. Ich esse dekadent zwei Eier und ein Brötchen und trinke mein Coa Wacht, diesmal Salted Caramel. Und habe voll das fette Problem. Das scheiß Wasser will nicht abfließen. Jetzt läuft gerade die Spülmaschine. Wenn die zu Ende ist, dann hoffe ich, dass es entweder abgeflossen ist oder ich muss halt mal unten im Siphon gucken, was da so los ist. Hello zum Freitag. Also Frühstück habt ihr ja schon gesehen. Jetzt Mittagessen ist ausgefallen in dem Sinne, dass ich unterwegs war. Ich hatte Gesangsunterricht und bin dann so um 3:15 reingekommen. Es ist jetzt 10 vor 4. Und zum Mittagessen habe ich mir so drei Knäckebrot gemacht. Aber ich habe noch so einen Hunger. Ich esse jetzt meine Restschokolade auf, die noch übrig ist. 4 Stück. Das inhaliere ich jetzt zusammen mit dem Tee, den Bonnie mir zum Geburtstag geschenkt hat. Yes. Das gibt's jetzt. Willst du auch ein Schläfchen machen, Lucy? Ich liebe dich so sehr. Was machst du?
Hallo. 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 Ich liebe dich auch. Den Stinker liebe ich auch. Obwohl die beiden heute Morgen schon wieder richtig mies waren. Yes. Passiert manchmal, ne? Ich hatte gerade 10 Minuten. Da bin ich kurz eingenickt. Also ich war schon noch wach. Ich bin eingedöst, so. Und in der Zeit hat Lucy sich aus meiner Tasche diese Waffeln geholt und hat es geschafft, fast eine ganze Waffel zu verdrücken. Jetzt kann ich nicht mehr ins Schlafzimmer, weil sie da in meinem Bett liegt und furzt. Und ich weiß nicht, ob es schon mal gerochen hat, wie Katzen riechen, wenn sie furzen. Es ist genauso schlimm wie bei Hunden. Ich bin maximal angefressen gerade. Und ich weiß nicht, was ich essen soll. Also ich habe ein paar Möglichkeiten noch und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich Tortellini... Wir machen jetzt Tortellini-Suppe. So, ich mache sie heute im Topf und nicht im Thermomix. Und dafür brate ich als erstes ein paar Zwiebeln an. Dann packe ich Paprika rein und Zucchini. Tomatenmark, gar nicht. Passierte Tomaten. Ein paar echte Tomaten und lasst es gerade mal ein bisschen vor sich hinköcheln. So, jetzt habe ich noch mal eine Packung Wasser, also die passierte Tomaten in Wasserform rein. Die Gewürze, und jetzt lasse ich das einmal aufkochen und so ein bisschen vor sich hinköcheln und dann packen wir die Tortelloni rein. Samstag, 5 vor 10 in Deutschland. Das wird mein schickes Frühstück. Ich freue mich mega drauf und ich glaube, ausnahmsweise mache ich mir heute auch einen Kaffee, einen echten. Meine beiden Buddies haben mich gejoint. Ja, und ich darf schon wieder meine Bettwäsche waschen. Ja. Na, bist du aufgewacht? Ich liebe dich. Tortellini-Suppe, die zweite. Heute Mittag gibt's Reste. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mir ja Berliner mitgebracht hatte und einen Cronut, so heißt das Teil. Dazu gibt's einen heißen Zitrone mit Ingwer. Und was von Annas. Cappuccino. Ich habe noch so einen Rest-Cappuccino. Und jetzt machen wir jetzt Snackzeit. Die Katzen hatten auch Snack, und zwar Geflügel und Leber. So, und zum Abschluss meiner Woche, auch esse Samstag, okay, aber gibt es dieses Balkanbrötchen. Das habe ich in den Ofen gepackt mit Pilze, Zwiebeln, Käse. Und da habe ich noch diesen veganen Fleischsalat drauf, ein paar Tomaten, weil ich habe das Gefühl, heute kam ein bisschen Gemüse zu kurz. So, das war meine Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran, was ich so esse. In so einer Arbeitswoche ist es nicht abwechslungsreich. Ich habe immer Joghurt morgens und Müsli oder Haferflocken und Obst und meistens Salat oder ein Brot zum Mittag. Ja, ja, ich würde sagen, das war's dann. Tschö mit Ö und Ciao Kakao. Bis zum nächsten Mal. Bye.